mal schauen bis hier rüber. Willkommen hier beim Set-Shooting von Mike Azzate für The Key und Jaguar Range Rover. Ivo, komm, wir schauen mal ein bisschen zu. Im Hintergrund sehen wir Kostja Ullmann, Mike Azzate und seinen Assistenten Fritjof Kier. Und da versuchen wir doch einfach mal kurz ein bisschen zu stören, oder? Okay, Kopf noch ein bisschen runter. Wer stört? Ja, Yannick Oerger, dein Host hier für The Key und Range Rover Evoque. Darf ich mal ganz kurz den Kostja entführen? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Kostja, grüß dich. Wie ihr hier angekommen seid. Hey. Nicht schlecht. Na, Yannick. Wir sind jetzt hier auf dem Shooting mit Mike Azzate. Warum? Ja. Achso, das ist ein großes geheimes Projekt. Ich darf noch nicht zu viel erzählen. Wir machen weiter. Wir gehen ja jetzt gleich hin. Wir gehen ja gleich hin. Okay, also nochmal. Wir sind hier beim Shooting mit Mike Azzate für The Key, kannst du da was drüber erzählen? Das ist ein großes geheimes Projekt, allzu viel kann ich nicht erzählen. Es sind auf jeden Fall viele wunderbare Leute dabei, wunderschöne Autos und ein ganz besonderes Auto. Mhm. Aber davon wird man in ein paar Monaten mehr erfahren. Ah, aber da vorne sehe ich schon mal ein anderes wunderbares Auto. Ja, das ist doch... Warte mal, was ist denn das nochmal? Das ist der wunderschöne Range Rover Evoque. Evoque? Ein wunderschönes Auto, welches ich auch selber fahre. Mhm. Das perfekte Stadtauto. Sieht gut aus. Ein wunderschönes Schwarz. Ja, ein gelungenes Auto, was die da wieder gemacht haben. Ja, klasse. Aber was mich ja eigentlich mehr interessiert, ist jetzt dieser ominöse Wagen, von dem du erzählt hast. Da geht gar nichts raus. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich alles erzählen darf. Es gibt vielleicht von Jaguar etwas Neues zu bestaunen demnächst. Aber ich glaube, ab dem 13. April weiß man mehr. Okay. Es ist auf jeden Fall schnell, es ist schön. Und ich darf hier in diesem Spot von Mike Azzate mitspielen. Mit ganz vielen tollen anderen Kollegen. Nicht nur deutschen großartigen Kollegen, sondern auch internationalen Kollegen. Und es ist ja ein echt toller Videodreh, vor allem mit Mike Azzate zu drehen. Großartig, der Mann hat Visionen, der hat Ideen. Das wird was Schönes. Ja, da freuen wir uns doch sehr drauf. Kannst du was über deine Rolle erzählen da? Ich glaube, wir spielen alle etwas sowas wie, ein bisschen was wie ein Agent ist das. Also wir sind auch Boten und müssen einen Koffer mit einem geheimen Inhalt quasi zu jemandem bringen. Und da ist etwas sehr Besonderes und sehr Schönes drin. Alles klar, ja, da freuen wir uns sehr drauf und dann wollen wir nicht länger stören. Ich glaube, hier wird jetzt noch fotografiert und Kostja hat sowieso wahrscheinlich nicht viel Zeit und trotzdem danke ich dir. Ich danke auch. Bis dann. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.